Ich nehme an, du spielst Atletico. Oh. Da wirst du jetzt überrascht sein. Spielst du Celtic? Nein, war nicht so überrascht. 10 Minuten haben wir immer gesagt, gell? Wahnsinn, Alter, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Na gut, Celtic gegen Sorry. Na gut. Das war mir jetzt eben ein bisschen längeres Hin- und Herschreiben, ob ich sie nehmen kann, zu welchen Bedingungen und so weiter. So. Es geht los. Da rennt keiner. Oh, super Pass. Ja, jetzt ist es schwer. Wer ist mehr Favorit? Atletico oder Celtic? Ich würde sogar Atletico hier als mehr Favorit einstufen. Aber durch diese K.O.-Phase, durch diese wirklich starke, ist Celtic auch nicht so zu unterschätzen.
Oh. Ja, natürlich für Lavezzi auch jetzt die Möglichkeit hier den Torschützentitel an sich zu reißen. Zwei Tore müsste er dafür machen. Dann würde er mit Haaland gleichziehen. Und wenn er drei macht, ist er sogar Topscorer. Oder ein Assist. Und zwei Tore. Nein! Scheiße. Simovic holt mal hier den Elfer raus. So, Griezmann wird ihn treten. Atletico führt. 1 Minute 9. Aber wieder mal bewahrheitet sich, so sehr habe ich geflucht über das Turnier, schlechtestes Turnier und so weiter. Na, ich sag dazu gar nichts. Du, eigentlich, du hast ja wenigstens eine Mannschaft im Finale. Boah. Boah. Fuck. Ja, ich hatte das aber schon von Anfang an gesagt. Was? Das ist negativ, das ist eh, schau, was du bei dem 15-0, also das hätten nicht viele gehabt, dass man das noch dreht. Ja. Aber Atletico dreht die ganz schön auf. Oder Celtic will das jetzt so. Erste Halbzeit. Erste Halbzeit mache ich euch die an. Und zweite gehen wir dann Vollgas, ne? Müde machen. Ja, bis jetzt haben sie sich ein bisschen da fangen. Oh Mann. Wow. Oh, wohin? Boom. Was man auch sagen muss, es ist eines der wenigen Turniere, wo wir keine Verlängerung spielen mussten. Haben wir mit einer gespielt? Nein, hier haben wir keine gespielt. War stark. Sonst haben wir, glaube ich, mindestens immer eine dabei gehabt. Oh, da geht nicht weiter. Nein, das ist auf jeden Fall, dass der sechste Titel an den sechsten Verein geht, das ist natürlich auch
etwas. Oh, Alter, da habe ich nicht gesagt, du sollst hin. Weiter. Zwei würden ihren zweiten Titel feiern. Oder könnten ihren zweiten Titel feiern. Zwei Spieler. Wer? Aguero und Jose. Ah ja, genau. Aguero könnte sich in Folge gewinnen. Letztes Jahr und dieses Jahr. Forrest. Ach, der wäre sicher weg gewesen sonst. Also Lala habe ich mir geholt als Verstärkung, habe ich mir gedacht, na, schauen wir mal, aber der spielt wirklich stark. Ja. Nein. Fuck, Mann. Habe ich jetzt nicht gesehen. Das habe ich jetzt leider nicht gesehen. Zwar nicht von hinten, aber keine Chance am Ball.
Okay. Ups. Boah. Schön. Das ist natürlich bitter, weißt du? Du haust ihn so raus, ja, okay, ist passiert, aber dann folgt genau aus dieser Situation das Tor. Ja. Das ist das dann bitter. Das stimmt. Was mich aber mehr wurmt, ist, dass ein Spieler weniger jetzt ist. Vor allem Götze auch. Das stimmt. Das kann wehtun. Über so lange diese Zeit. Oh. Aber könnte sich vielleicht gerade ausgleichen. Der hatte schon mal Geld, oder? Mhm. Was? Alter. Bist du behindert? Das fällt ein bisschen unter Marke uncool. Alter! Danke! Stehst du das? Das verstehe ich nicht. Ich bin lange Zeit am Passknopf, dass sich der Dings aufbaut und dann macht er so einen Pass. Das wäre noch wichtig gewesen. Ja, so unterschiedlich ist es dann nicht. Ein paar Schüsse mehr von... Scheiße. Hm. Jetzt wollte ich... Jetzt habe ich unabsichtlich auf Dings drückt. Na, bleibt so. Schon noch nur lang zum Spülen. Oh, mein Gott, wurscht. Hat er heute wird spannend, habe ich noch immer keinen Favoriten. Nein. So, meine Top 3 sind Patricio, Oblak und Dings. 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 Genau, da Dings. Und Aroma. Buffon. Na, da Aroma. Bitte? Buffon spielt seit der Gruppenphase nicht mehr mit. Also, Entschuldigung, ich dachte, ich hab jetzt verstanden, Roma. Deswegen. Na. Weil der spielt jetzt bei Roma. Roma. Schätze es sagen, wer das wird. Ich bin auch gespannt von Spieler des Turniers und so.
Hat er ehrlich ausgewechselt? Hat er das jetzt gemacht? Ja, er hat also nicht ausgewechselt, aber. Okay, passt. Hat er gemacht. Hat er gemacht. Und ciao. Nein. Na, sie sind irgendwie nicht so bissig. Oh, echt jetzt? Oh. Eieiei. Ich glaube. Das ist doch das erste Finale, was so deutlicher ist, muss ich sagen. War ich doch zu vermessen, dass ich glaubt habe, ich könnte mit Celtic hier vielleicht was reißen. Weiter. Weiter. Ach so, ich bin da falsch. Nein, keine Pausen mehr verfügbar. Na gut. Schau für dich. Ha? Für dich. Danke. Danke.
Danke, danke, danke. Ich glaube, die rote war auch zusätzlich das jetzt, was mir die Möglichkeiten genommen hat. Das ist schon. Das Spiel flüssiger zu machen. Ich meine, ja. Also zum Beispiel Lavezzi ist jetzt auch nicht so aggressiv und so weiter. Also can John Scott, that's John Scott, please make your way to the ticket office. You have your wife's ticket, thank you. Gott sei Dank. Oh. Oh. Das nenne ich einen Ausschuss. Na, schlechtestes Spiel in diesem Turnier von Ihnen. Weiter. Aber trotzdem.
Hut ab, dass Celtic hier bis ins Finale vorgedrungen ist. Ja, Budget gibt's, Punkte gibt's. Und für was? Werden sich hier hoffentlich jetzt nicht wieder fallen lassen. Es war ein kräftiges Lebenszeichen, nachdem du sie schon fast aufgegeben hast. Stimmt. Ja, war anscheinend clever verstärkt. So dass sie oben mitspielen konnten. Einen Transfer hat man schon gemacht. Der ist schon durch. Und dann wird man sich natürlich noch weiter umschauen. Eine Position ist mir jetzt hier in der K.O.-Phase schon aufgefallen, wo ich noch nachhelfen möchte. Das wusste ich vorher nicht. Wenn man ein bisschen Abhilfe schaffen möchte beim Wechseln. Aber man muss auch die andere Seite sehen. Atletico genauso gut vorgedrungen ins Finale. Für mich war ja Dortmund eigentlich der Favorit, dass der gebogen wurde. Das war sensationell. Überhaupt nach dem 1:3 Rückstand. Und Gratulation zum zweiten Titel. Gratulation auch von mir. Ja, es ist der zweite spanische Verein jetzt, der ja den Titel holt. Was kann man noch mit auf den Weg geben? Spieler des Turniers, Tor des Turniers, die Entdeckung, das muss man erst nachreichen. Genau. Torschützenkönig ist jetzt Haaland geworden mit 13, Reus mit 6 Vorlagen Assistgeber und die Topscorer gehen auch an Reus und an Haaland mit 17. Ansonsten kann ich euch noch nichts mitgeben. Nur noch mal Gratulation an Atletico Madrid. Die werden jetzt in Feierlaune sein natürlich. Ja, und ordentlich Transferbudget dazu bekommen haben. Ja, ich glaube, sonst gibt es eigentlich nichts zu sagen. Sonst wüsste ich jetzt auch nichts. Der Rest wird dann geklärt, dann wird neu ausgelost und Transfers werden dann noch kräftig gemacht, wahrscheinlich dort oder da. Das wird es wahrscheinlich auch noch geben, ja. Ja. Sonst gibt es nichts mehr zu sagen. Fällt mir auch jetzt nichts mehr ein. Nein, außer es war ein gutes Turnier von allen Mannschaften. Ja. Zwei werden wir nächstes Jahr wieder nicht sehen, dafür kommen wieder zwei zurück. Oder eine neue von dir. Genau. AC Milan steigt ein.
Juventus verabschiedet sich, ein Italienischer kommt, ein Italienischer geht. Genau, bei mir gibt es das Comeback wieder seit nach 4 Saisonen von Monaco statt Gladbach. Ja, jetzt ist aber wirklich nichts mehr zu sagen. Jetzt fällt auch nichts mehr. Na, dann kann ich nur sagen, macht's das gut, Leute. Ciao und Baba. Baba.